Hallo und guten Tag, Fortsetzung bei der Paulus-Apokalypse aus 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 2. Die Frage ist ja, woher hat der Paulus das alles, was er da schreibt? Na, da gibt es zwei Quellen. Eine steht uns noch zur Verfügung, die andere nicht. Die war ihm selber vorbehalten. Paulus war ja entrückt bis in den dritten Himmel, hat dort unaussprechliche Worte gehört, die er dann auch in seinen Briefen niedergelegt hat. Das ist uns verwehrt. Ja. Wir sollen uns am Manna ernähren, von Manna ernähren, ja, vom Wort Gottes. Diese Quelle steht uns zur Verfügung. Alles, was der Paulus schreibt, finden wir in der Bibel. Natürlich in seinen Briefen, aber insbesondere im Alten Testament. Wie kommt Paulus darauf, dass es einen Abfall gibt, dass es eine Abspaltung gibt des Nordreiches vom Südreich? Naja, weil das im Alten Testament immer wieder steht. Ich habe das ja schon mal angekündigt, da gibt es so eine Playlist und da ist so im Detail erklärt, wie man das sehen kann im Alten Testament, dass Israel in der Endzeit aus zwei Hälften besteht, nämlich einem nördlichen und einem südlichen Teil. Ganz kurz, alle Propheten, die von endzeitlichen Dingen schreiben, Zacharja und Jesaja 7 insbesondere, zeigen uns eine politische Struktur für die Endzeit, in der unterschieden wird zwischen Juda einerseits mit Jerusalem und auf der anderen Seite Ephraim, das Nordreich. Und das wird wiederkommen. Ja, das ist also ganz in Übereinkunft mit dem, was die Schrift uns sagt. Aber wie kommt Paulus darauf, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbrechen wird? Da gibt es eine Stelle in Zacharja 10, und die lese ich euch kurz vor. So spricht der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe, denn ihre Herren schlachten sie und halten es für keine Sünde. Verkaufen sie und sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Und ihre Hirten schonen ihrer nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen die Einwohner im Lande, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in der Hand des anderen und in der Hand seines Königs, dass sie das Land zerschlagen und will sie nicht erretten von ihrer Hand. Und ich hütete die Schlachtschafe, ja, die Elenden unter den Schafen. Und ich nahm zu mir zwei Stäbe. Einen hieß ich Huld oder Freundlichkeit, steht in der Elberfelder Übersetzung. Den anderen hieß ich Eintracht oder Verbindung, steht in der Elberfelder Übersetzung. Das heißt also, Gott setzt einen Hirten ein. Das in erster Linie natürlich hier mal Zacharja, aber ich glaube, wir dürfen das auch auf Jesus Christus übertragen. Haltet das mal im Hinterkopf. Also er soll die Schlachtschafe hüten, die elenden Schafe. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ja, wir sind wie Schlachtschafe, schreibt Paulus. Ja, wer hütet die Schlachtschafe? Na, Jesus Christus. Und davon spricht dieser Text. Der Hüter der Schafe, der nimmt zwei Stäbe zu sich. Der eine Stab heißt Huld und der andere heißt Eintracht. Oder der eine Stab heißt Freundlichkeit und der andere Stab heißt Verbindung. Und dann geht es weiter in Vers 8. Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte sie nicht mehr. So mochten sie mich auch nicht. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten. Was da stirbt, das sterbe. Was verschmachtet, das verschmachte. Und die übrigen fresse ein jegliches des anderen Fleisch. Und ich nahm meinen Stab Huld oder Verbindung und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Das ist der Bund, den Gott in Christus mit allen Völkern gemacht hat, weil alle Völker, die sind herzugerufen, die sind aufgerufen, an Jesus Christus zu glauben. Und aus allen Völkern der Welt gab es Gläubige, die an Jesus Christus geglaubt haben. Ja? Und dieser Stab Huld, der wird, oder Freundlichkeit, der wird zerbrochen werden in der Endzeit. Denn das Evangelium geht wieder heim und Gott verlässt die Völker. Und das Evangelium wird zurückgenommen werden. Und die Hirten der Gemeinde, die werden zerschlagen. Warum? Weil es ihnen nur ums Geld geht. Ja? So steht ja auch hier oben, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich und ihre Hirten schonen ihrer nicht. Und weil das so ist, weil so viel Gottlosigkeit im Volk ist, deswegen vertilgt der Herr der Herde drei Hirten in einem Monat. Und man meint das auch zu sehen überall, ja, dass aus Predigten nur noch Referate werden oder Vorträge, aber es sind keine Predigten mehr des Wortes Gottes, ja. Es ist zusammen gegoogelt im Internet. Und weil sie Gott nicht wollen, will Gott sie auch nicht mehr, ja.
weil sie Jesus Christus nicht mehr wollen, will Jesus Christus sie auch nicht mehr. Das Gericht für die letzte Zeit. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten, was da stirbt, das sterbe, was verschmachte, das verschmachte und die übrigen fresse ein jegliches des anderen Fleisch. Das sind die Gesetzesleute, ja, wo einer dem anderen, Paulus sagt ja auch, wenn ihr euch so gegenseitig verzehrt, dann fresst euch gegenseitig nicht. Oder wenn ihr euch gegenseitig so fresst, dann verzehrt euch nicht. Ja? Das ist diese Gesetzesfresserei, wo einer den anderen unter Druck setzt und aus dem Evangelium, aus dem herrlichen Evangelium Jesu Christi ein Gesetz macht. Ja? Also die einen sterben, weil sie keinen Hirten mehr haben, weil sie keine geistliche Nahrung mehr haben. Und die anderen werden gesetzlich und einer frisst den anderen auf. Ja? Schreckliche Situation, geistliche Situation, die wir hier sehen. Und ich nahm meinen Stab Huld, den Stab Freundlichkeit, und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Ja? Das Evangelium Jesu Christi, das wird zurückgezogen von Gott in der letzten Zeit. Und dieser Stab Huld, diese Freundlichkeit, die Gott den Völkern gegenüber hatte in den letzten 2000 Jahren in Christus, der wird zerbrochen. Der wird aufgehoben, dieser Bund, den er mit allen Völkern gemacht hatte. Und er, der Bund, ward aufgehoben desselbigen Tages. Jetzt kommt ein interessanter Satz. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, die merkten dabei, dass es des Herrn Wort wäre. Die haben das gehört. Ich sage jetzt etwas verkürzt, das ist nichts für Theologen. Das ist nichts für die Leiter des Volkes. Ja? Das ist für die Elenden unter den Schlachtschafen. Die, die noch hören, die noch Gottes Wort hören können, die sich auf Gottes Wort verlassen, die merken das, die hören das, die anderen merken das nicht. Deswegen gefällt mir dieser Vers so sehr gut. Der Bund wurde aufgehoben des Tages, ist der Vers 11. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, die merkten dabei, dass es des Herrn Wort wäre, ja, was da passiert. Und ich sprach zu ihnen, der Hirte spricht zu den Hütern der Herde, gefällt's euch, so bringt her, wie viel ich gelte. Wo nicht, so lasst's anstehen. Gebt mir meinen Lohn. Und wenn nicht, dann lasst halt sein. Ja? Es ist Gott egal. Christus redet hier. Es ist Christus egal. Ja? Sie sind ihm egal. Das ist viel schlimmer, als wenn Gott ein Gegner ist. Jemand hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe, das ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und das sehen wir in der letzten Zeit. Ja? Und das spricht hier so ein bisschen aus diesem Vers. Ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so bringt her, wie viel ich gelte. Wo nicht, so lasst's halt anstehen, lasst's sein, lasst's halt sein. Ja? Und sie wogen da, wie viel ich ihnen galt, 30 Silberlinge. Diese 30 Silberlinge werden im Neuen Testament auch zitiert von Matthäus. Und sie wogen da, wie viel ich ihnen galt, 30 Silberlinge, das war der Judaslohn, ja? Was sie Judas bezahlt haben, dafür, dass er den Herrn verraten hat. Und der Herr sprach zu mir, Gott der Vater spricht zum Sohn, wirf's hin, dass es dem Töpfer gegeben werde, ei eine treffliche Summe, der ich wert geachtet bin von ihnen. So nach dem Motto, das ist ja eine schöne Summe, die sie bezahlt haben. Ja? Mehr bin ich nicht wert. Ja? 30 Silberlinge, das war das, was man für einen toten Sklaven bezahlen musste. Wenn man einen Sklaven erschlagen hatte, so steht es im Gesetz, dann zahlte man da 30 Silberlinge für. Das ist nicht der Lohn für Gottes herrliches Werk auf Golgatha. Das ist der Lohn für oder die Entschädigung für einen Sklaven, der ums Leben gekommen ist. Ja? Gott spottet geradezu über diesen Betrag. Ja? Und er sagt, ei, eine treffliche Summe, der ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben wurde. Und jetzt wird es interessant, weil in Vers 14 steht, und ich zerbrach meinen anderen Stab. Der Herr Jesus hat noch einen zweiten Stab. Und dieser Stab ist der Stab Eintracht oder Verbindung. Und ich zerbrach meinen anderen Stab Eintracht oder Verbindung, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Das ist das, wovon ich immer gesprochen habe. Ja? Das ist die Eintracht, die Bruderschaft zwischen Juda und Israel, zwischen dem Südreich und dem Nordreich. Das wird zerbrechen in der letzten Zeit. Dieser Stab Eintracht wird zerbrochen. Und dann wird auch die Eintracht und die Bruderschaft zwischen Juda und Israel, zwischen dem Südreich und dem Nordreich zerbrochen werden. Das wird zerbrochen. Ja? Diese Eintracht wird aufgehoben werden. Israel wird auseinanderbrechen. Das ist das, was Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2.
dass das, was wir immer wieder behandelt haben, auch, dass in der Endzeit genau das eintreten wird, wir genau das sehen, was in der Antike schon war, und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Ja, wer die Bibel kennt und weiß, wie es damals war, der weiß, wie es zukünftig war. Jesus macht mal so was Ähnliches, der sagt, so wie es war in den Tagen Noahs, so wird es wieder in der letzten Zeit sein. Ja, so wie damals, so auch am Ende. Und der Herr sprach zu mir, nimm abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten, denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, oder in anderen Übersetzungen steht, ich lasse einen Hirten im Lande aufwecken, der das Verschmachtete nicht besucht, das Zerschlagene nicht suchen und das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen wird. Ja, das ist ein Bild auf den Antichristen. Da kommt ein Hirte, ja. Aber der wird sich nicht um das Volk kümmern. Vor allem nicht über um den wiedergeborenen Überrest in Israel. Vor allem darum wird er sich nicht kümmern. Im Gegenteil, er wird dafür sorgen, dass die ums Leben kommen. Ich lese mal noch bis zum Schluss, weil das auch wichtig ist für unsere Zeit heute. Ja, ich wollte das nicht so sehr lange machen. Aber das Fleisch der Fetten wird erfressen und ihre Klauen zerreißen. Ja, das ist also ein Hirte, der sich nicht um die Schafe kümmert. Und dann kommt dieser Weheruf, O unnütze Hirten, oder weh den nichtigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert komme auf seinen Arm und auf sein rechtes Auge, sein Arm müsse verdorren und sein rechtes Auge dunkel werden. Also über diesen letzten endzeitlichen Hirten wird Gericht gesprochen. Ich fand das interessant, ich fand das wichtig, ich finde das immer wichtig unbedingt notwendig, dass das, was man sagt, auch in der Bibel zeigt. Ich glaube, das ist eine Stelle da in Sacharja 11, die zu den Stellen gehört, wo Paulus diese Kenntnisse raus hat. Vielleicht hat er sie auch im Himmel gehört, ja, als er entrückt gewesen ist in den dritten Himmel, das weiß ich nicht genau. Eins weiß ich, dass alles, was im Neuen Testament steht, auch im Alten Testament enthalten ist. Und wir sehen das hier, ja, dass diese beiden Stäbe gab. Der eine Stab war ein Bündnis Gottes in Christus mit den Völkern der Welt. Huld, Gütigkeit, Freundlichkeit den Völkern der Welt, nicht Israel gegenüber, sondern allen Völkern der Welt gegenüber. Alle sind eingeladen zum Glauben an Jesus Christus. Aber am Ende der Zeit wird dieser Stab zerbrochen, und die Elenden in der Herde, die merken das. Ja, das merkt nicht jeder, das sieht auch nicht jeder. Da leidet auch nicht jeder drunter. Ja? Viele sagen, wieso, ich weiß gar nicht, was ihr habt, so alles okay, läuft doch alles. Ja, so wie damals im Tempel auch, Tempel ist doch voll, die Händler sind da, die Leute kommen, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und Jesus sagt, ihr habt aus meinem Haus, aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Ja? Aber die meisten haben das gar nicht gemerkt. So ist mit der Gemeinde Jesu Christi heute auch. Die meisten merken den Verfall überhaupt nicht. Die laufen dahin, finden das alles super. Ja? Große Events. Jetzt gibt es ein christliches Event, Zimtzum-Event. Ja? Das ist so jüdische Mystik. Das ist ein christliches Event von einem sehr bekannten christlichen Lehrer, der sehr gehypt wird im Moment. Der macht ein Zimtzum-Event. Ja? Das ist Kabbala. Und es merkt überhaupt keiner. Die Leute finden das alles super. Ja, die machen alles mit. Aber die Elenden der Schlachtschafe, die merken, dass es des Herrn Wort wäre. Dass das Gott sagt, ja, dass Gott das bewirkt, dass dieser Stab Freundlichkeit oder Huld, dass der zerbrochen ist. Das Evangelium hat geleuchtet unter den Heiden, unter den Nationenvölkern für 2000 Jahre. Aber am Ende der Zeit wird es weggenommen. Und der zweite Stab, der zerbrochen wird, das ist dieser Stab Eintracht. Und der wird auch zerbrochen, dass die Bruderschaft zwischen Juda und Ephraim weggenommen wird. Dass nämlich der moderne Staat Israel auseinanderbrechen wird. Das wird kommen. Ja? Und ich wollte euch das nur kurz zeigen, dass ihr seht, dass das, was ich hier behaupte, nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern dass man das am Text der Bibel auch sehen kann. Ist nur ein kleiner weiterer Baustein. Jeder einzelne Baustein für sich, den kann man natürlich auch kritisieren und angreifen, ist auch okay. Aber die Fülle, die schiere Anzahl von Bibelstellen, wir könnten jetzt ja auch noch Jesaja 7 lesen, siehe, eine Jungfrau wird schwanger, syro-ephraimitischer Krieg, ja, Ephraim gegen Juda, da war das ja auch, das Land auch geteilt. Und wir haben gesagt, diese Verheißung, die Gott da an Ahas gibt, die reduziert sich nicht allein auf die Jungfrauengeburt Marias, sondern die spricht auch von der Endzeit, weil die ganze Prophetie dort in Jesaja 7 ja in Erfüllung gehen muss und nicht nur der Vers 14, der zu Recht auch auf Jesus Christus und auf die Jungfrauengeburt Marias ausgelegt wird. Das hat alles seinen Sinn und seine Ordnung. Ist aber jetzt zu kompliziert, um das weiter auszuführen. Gibt es ein spezielles Clip für. Also wir könnten Jesaja anführen, wir könnten Sacharja anführen, wir könnten weitere Stellen in Sacharja anführen, wir können Joel anführen, wir können Micha anführen.
Das sind ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, wo man das sehen kann. Jetzt geht gerade die Sonne hier ein bisschen auf, die blendet immer so ein bisschen. So leuchtet Gottes Licht in unser Leben hinein. Und was ich möchte, ist, dass euer Glaube tiefe Wurzeln im Wort Gottes hat. Dass das, was ihr wisst im Glauben, tief verankert ist in den Fakten der Schrift. Ja, dass ihr nicht hin und her geworfen seid von jeder Lehre, sondern dass ihr das Licht des Geistes bekommt, das euch strahlen soll und erhellen soll und euer Glaube fest gegründet ist, auch in so verworrenen Zeiten wie jetzt und vielleicht gerade in so verworrenen Zeiten wie jetzt. Ja, ich wollte euch das so kurz mal mitgeben als kleinen Blick in den Propheten Jesaja, ausgehend von der Paulus-Apokalypse in 2. Thessalonicher 2 und 1. Thessalonicher 5. Ja. Euch alles Gute, Gottes Segen, bleibt gesund und bleibt fest im Glauben. Ja. Gottes Segen euch und bis bald. Ich muss noch etwas nachschieben, und zwar zur zeitlichen Einordnung der Prophetie Zacharias. Für welche Zeit gilt diese Prophetie, die Jesaja dort gibt? Er schreibt ja, dass es zwei Stäbe gibt. Einmal einen Stab, der die Huld oder die Freundlichkeit Gottes mit den Nationen darstellt, und einen zweiten Stab, der die Bruderschaft Israels darstellt, die zerbrochen werden wird. Ja? Zwischen die Bruderschaft zwischen Juda und Israel, zwischen dem Südreich und dem Nordreich oder dem Süden Israels und dem Norden. Für wann gilt diese Prophetie? Die Frage ist dann ja, wann ist denn überhaupt Israel auseinandergebrochen? Wann gab es das denn schon mal? Das gab es im 8. 9. Jahrhundert vor Christus unter Jerobeam und Rehabeam, also die beiden Herrscher des damaligen Israels. Und das war die Zeit, in der sich der Norden, also Ephraim von Juda, losgelöst hat und abgetrennt ist. Das war aber viele Jahrhunderte, bevor Zacharja geschrieben hat. Und dann ist es ja so, dass das Nordreich von den Assyrern in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde und von da nie mehr zurückgekehrt ist. Das heißt also, eine Trennung zwischen dem Norden und dem Süden Israels konnte seit der Wegführung des Nordreichs durch die Assyrer überhaupt nicht mehr stattfinden. Und zur Zeit von Zacharja konnte das auch nicht stattfinden, weil Zacharja ist der Prophet der Wiederherstellung. Der hat im 6. Jahrhundert geschrieben, 515, 525, irgendwo in der Zeit. Und da kam ja lediglich Juda und Benjamin wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurück und kein Nordreich. Also diese Prophetie, die Zacharja uns dort gibt, die passt weder ins 8. 9. Jahrhundert, noch passt es in die Zeit von Zacharja, noch passt es in die Zeit des Syro-Ephraimitischen Krieges, weil zur Zeit des Syro-Ephraimitischen Krieges und überhaupt im Alten Testament gab es das nicht, dass Gott einen Bund mit den Völkern geschlossen hätte und den Völkern freundlich und huldvoll gegenüber gewesen wäre. Im Alten Testament gab es nur einen Bund zwischen Gott und Israel. Die einzige Zeit, in der beide Stäbe nebeneinander existieren, nämlich dass Gott huldvoll ist und freundlich mit den Nationen, weil alle zum Glauben gerufen sind, alle zum Glauben an Jesus Christus gerufen sind einerseits, und andererseits, dass Israel vereint ist und nicht getrennt ist in den Norden und den Süden, das ist unsere Zeit heute. Also eigentlich überhaupt auch erst seit 70 Jahren, gut 70 Jahren, seit Israel als Staat wieder da ist. Vorher gab es das auch nicht. Ja? Wir haben aber heute die Zeit, dass die Gnadenzeit noch herrscht, dass Gott den Heiden gegenüber huldvoll und freundlich ist, das ist der erste Stab. Und der zweite Stab ist der, dass Israel im Land ist und nicht geteilt ist in einen Norden und einen Süden. Das heißt also, diese Prophetie von Zacharja, die gilt insbesondere in unserer Zeit. Und in unserer Zeit ist zu erwarten, dass Gott in Christus beide Stäbe zerbricht, nämlich einerseits den Bund mit den Heiden und die Freundlichkeit den Heiden gegenüber, den Nationen gegenüber beendet, weil die Gemeindezeit zu Ende ist und das Evangelium wieder zurückgeht, und gleichzeitig Israel in zwei Teile zerbrechen kann. Das ist der einzige Zeitpunkt, den wir in Gottes Heilsgeschichte haben, wo diese Prophetie aus Zacharja passend ist und in Erfüllung gehen könnte. Das heißt dann aber, dass das, was wir in Zacharja lesen, direkt in unsere Zeit hineinspricht und beide Stäbe jederzeit zerbrochen werden können. Das heißt also sowohl, dass Israel auseinanderbricht, als auch, dass Gott seine huldvolle Zeit den Nationen gegenüber beendet
Und wir sehen das ja auch, also wenn man heute mit jemandem spricht über Gott, dann ist uns das peinlich. Ja, wenn man in Deutschland irgendwo in einem Alltagsgespräch mit jemandem über Gott spricht oder über Jesus Christus spricht, dann wird das Gespräch sofort weggelenkt. Das ist uns Deutschen peinlich, das ist uns unangenehm. Und da steht zu befürchten, dass wir irgendwann auch Gott peinlich werden. Genauso wie in Sacharja steht. Ja. In der Zeit leben wir heute und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Prophetie aus Sacharja zeitnah eintreten kann. In biblischen Zeiträumen zeitnah. Das kann in 1, 2, 3, 5 Jahren, 10 Jahren sein. Alles das sehe ich noch zeitnah. Ja. Aber die einzige Zeit, wo Sacharja in Erfüllung gehen kann, ist die unsere. Das sollte uns nachdenklich machen. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.